Und herzlich willkommen zu Satisfactory im Riesen-Let's Play Together, gemeinsam mit, ich fange mal links an, Hawk. Hallo. Rado. Hallo. Dragner. Juhu. Und Sheena. Hallo. Ja, wir sind zu fünft und spielen dieses wunderschöne Spiel. Update 7 ist bei uns angesagt. Im Experimental Branch sind wir unterwegs, weil das Spiel ja, weil Version 7 noch nicht raus ist. Und ja, wir sind mal gespannt, was hier so passiert, oder? Ja. Totale Vernichtung. Also ich weiß jetzt schon, ich werde sterben. Nicht durch die Monster, sondern durch Rados heimtückische Attacken. Ich habe seit ungefähr 3 oder 4 Updates nicht mehr gespielt, also ich entdecke sicherlich neue Sachen für mich. Was war das denn jetzt? Ja, Hawk, das ist Rado. Merkst du das nicht? Der haut dich schon die ganze Zeit. Das fängt ja gut an. Wieso mal, was ist denn hier? Ah, ja, hier, der Wolf fängt jetzt auch noch an und ich bin der mit der gespaltenen Zunge, also ja. Ich mach das eine eigene China, Basis. Das hat aber China gesagt, das war ich ja gar nicht. Ich mach eine eigene Basis. Geh weg. Okay, wir bauen alle eine Basis gegen Dragner. Los geht's. Gibt's ja eigentlich auch Offensivwaffen? Ja, ne? Man kann Sturmgewehre später, ne? Ja, genau, Gewehre und alles. Kettensäge. Ja, sehr praktisch. Ich bin der Erste, der das Gewehr hat. Autosave beginnt, oh mein Gott. Es wird also angekündigt. Ich sammle schon Holz. Hallo, Rado. Wir müssen also gucken, wo wollen wir denn jetzt uns ansiedeln, ne? Ich finde, wir bauen auf dem Rücken dieser riesigen Kreatur da unten. Die so ein bisschen aussieht wie Dragner. Der Wolf hat die ganze Zeit rumgeheult, wir sollen zu ihm kommen. Ich dachte mir, dass das jetzt voll die mega Baustelle ist, ja? Leute, ihr habt ein Problem. Ja, das wissen wir, aber was hat's. Ihr auf dem Vieh. In der Luft. Was treibst du denn da, ey? Wie geht das? Ja, ich bin da drauf gehüpft und jetzt hüppel ich hier rum. Offensichtlich eine sehr elastische Oberfläche. Oh nein, nein, das geht weg. Nein, ich bin daneben gesprungen. Gibt's eigentlich Fallschaden? Nee, oder? Ja, doch, leider schon. Ja, dann hast du ja schon ein Problem, oder? Der muss weiter zum Wasser gehen. Nee. So schlimm ist der Fallschaden auch nicht. Okay, wenn ich jetzt sterbe, ne? Oh, ne, geht. 2 Balken. Na, ich bin drüber gesprungen. Juhu! So. Das ist aber schon funny. Okay, ja, genau. Bau mal einer den Hub und dann fangen wir mal langsam an. Also, ich weiß gar nicht mehr so recht, wie es eigentlich hier funktioniert. Können wir den überhaupt bauen? Wir brauchen doch erst Materialien. Es fehlt Teile. Also, ich kann den Hub nicht bauen. Den Hub. Ja, vermutlich. Stimmt, ich hab die ganzen Teile, die wir brauchen für einen Hub. Wartet mal, wie baut man den Hub denn nochmal? Auf Q. Willst du denn den hier hinbauen? Ja, genau. Oder? Ja, wo wollt ihr den Hub denn haben? Das ist ja die erste richtige. Na, ich habe was ganz Wichtiges gefunden. Kalkstein. Wolf, schau mal in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Da, wo quasi Rado, Hawk und ich vorher hergekommen sind. Ich muss erst mal wissen, wo du bist. Ich habe keine Ahnung. Westen, bist du das da hinten? Wir kamen aus dem Norden, kamen wir. Also, ich finde halt, der Hub sollte vielleicht erst mal ein bisschen... Ich alle hüpfen, wie geil. Ich hüpfe und alle fangen an zu hüpfen, ey. Ihr seid doch ein paar Penner. Okay, ich sehe schon, die erste Folge wird nichts passieren. Wir werden eine halbe Stunde lang über den Hub reden. So, Dragner, ich habe dich gefunden, das ist ja schon mal was. Wo guckst du hin jetzt? Eigentlich meinte ich so, hier in die Richtung, da ist relativ viel flach, aber ich weiß nicht, ob der Hub halt ein bisschen. Eigentlich ist es scheißegal. Was haltet ihr von da hinten mit dem Wasserfall da hinter uns, östlich? Das sieht doch ganz Das schaut zumindest cooler aus, ja. Oh, ja. Wasserfall? Ja, da hinter uns. Das ist nice, im Osten. Ah ja, wir haben auch Himmelsrichtung. Das ist übrigens eine coole Idee zum Absprechen. Ja, guck mal eine an. Und im Osten. Da hinten ist auch Eisen. Guck mal, wo ich hinschaue. Nein, wir haben keine Kompassangaben. Wir können auch mit dem Finger auf die Sachen zeigen. Hier so, ne? Ja, total sinnvoll auch. Ja, stimmt doch, das mit dem Wasserfall ist schon ganz cool. Hier ist auch eine große Fläche. Sollen wir den Hub einfach hier bauen? Hier, wo wir jetzt sind, Leute, also hier ist doch eine große Fläche. Für den Start brauchen wir ja nicht so viel, oder? Ja, also, aber haben wir denn hier überhaupt Ressourcen? Irgendwie Eisen wenigstens oder so? Eisen ist direkt hier vor unserer Tür. Irgendwas wird immer fehlen, egal. Wir haben schon Türen. Die siehst du noch nicht. Wo ist denn hier Eisen? Ach, da hinten, ja, das ist ja in Richtung Wasserfall. Ich such's gerade. Das war falsch. Ich such das Eisen gerade. Wie wir uns am Anfang alle schon völlig verlieren hier. Ja. Nee, das war jetzt Kupfer. Das war Kupfer. Hier, Eisen. Bei mir ist Eisen hier. Ja, genau, da ist Eisen. Also,
Dann würde ich sagen... Ja, hier ist auch eine Fläche. Guck mal, da wo der Busch ist hier. Ja, hier die Büsche, die können wir schon mal abholzen. Haben wir schon mal ein bisschen was, so Biomasse oder was. Keine Ahnung, was das nochmal genau alles gibt. Super hier. Ja, sollen wir hier den Hub bauen? Unter diesem Bogen so. Oder bei diesem Steinbogen. Bogen. Dafür bei dieser Steinbrücke. Das war ja dieses geile, wie wir Rock You hämmern hier. Ja, genau, ja. So Leute, ich baue jetzt den Hub. Wenn keiner was sagt, dann... Ja, bau doch. Ich den jetzt hier hin. Mach ich bau doch endlich. Wie kann ich denn nochmal den Blueprint verschieben? Also, ja, genau. Wolf, wenn du den jetzt nicht gleich gebaut hast, kommst du ins Altersheim. Da bin ich doch schon mit euch gemeinsam hier. Mhm. Hey, so hab es gebaut, Leute. Ihr seid die Betreuer. Ach so. Kann ich noch kündigen? Bauen, ja? Du kannst nicht kündigen, du kannst mir gleich mal den Hintern abwischen. So, okay, erstmal hier das ganze Zeugs wegfarmen, damit es hier vernünftig aussieht. Ich wurde hier angeschossen, ich bin fast tot. Wie hat man sich denn geheilt? Hier liegt ein toter Vogel. Ich glaube, hier diese Nüsse und so musst du gleich fressen, ne? Und Bären. Ah, du fängst schon an, die Fauna umzubringen. Ja, das sowieso. Erstmal die ganze Hecke hier wegmachen, das sieht ja aus echt. Hier. Gebüsch. Geh doch am besten auch da, wo ich schon abbaue. Ich war hier zuerst. Ja, schon klar. Ja. So. Ja, das sieht doch nach was aus hier. Hier kann man doch leben. Ein bisschen sonnenarm, aber immerhin der Hub hat Sonne. So, Eisenerz. Rein sogar. Achso, nee, das ist doch rein. Aber wir haben richtig Glück hier. Sag mal, das ist ja richtig gut. Oh, Hinweis für die Zuschauer. Falls euch das Spiel ein bisschen zu schnell ist, dann seid auch ihr ein Fall fürs Altersheim. Ich habe hier... Wie baue ich die? Genau. Ich habe hier so ein paar... Erzdinger, soll ich die schon mal setzen? Ja, hau drauf. Ja, hau rein. So, also hier aufs Eisen. Ich hack hier die ganze Zeit. Ach, du auch? Ja. Ich sammle ein bisschen Biomasse. So, komm, setz dich hin. Rado baut bestimmt gleich die ersten Bodenplatten, damit nichts mehr von dieser widerlichen Erde zu sehen ist. Konnte man nicht irgendwie Map-Pins erstellen? Wie geht denn nochmal die Karte auf? Mit M geht's nicht. Gibt's eine Karte? Was? Nee. Was? Es gibt keine Karte. Nee, glaube ich auch nicht. Keine Karte? Nein, du kannst irgendwann so komische Signaldinger bauen. Ach ja, so war das. Stimmt, genau. Und ein Zug. Ja, Züge. Ich freue mich voll auf Züge. Ich mag Züge. Wir haben was auf Eisenerz stehen. Wo ist das nächste Vorkommen, wo ich was platzieren kann? Hier, direkt daneben. Was sind das? Auch Eisenerz? Du kannst auch so eine Dinger mehreren aufs Teil pflanzen, ne? Ja, schon klar, aber ich habe ja nur drei Miner oder was jetzt noch. Also, ja, wo? Ist noch einer auf Kupfer und einer auf, was war das? Stein. Bei mir ist Kupfererz. Mir fällt gerade auf, dass Stufe 0, ich glaube, das ist die Tutorialstufe, die haben wir einfach direkt übersprungen. Ja das habe ich tatsächlich beim Spielstart ausgewählt, weil sonst hätten wir nämlich hier das Tutorial machen wollen. Aber wir wissen ja auch so Bescheid. China, ich komme jetzt zu dir, um Kupferbohrer aufzustellen. Ja. Also ich weiß nichts mehr vom Spiel, aber ja, hier auch. Also wird schon werden. Oh, hier sind Piepmatz. Okay, dann haben wir hier Kupfer. Haben wir irgendwo auch Stein? Habt ihr Steinvorkommen schon gesehen? Ich hab Kohle getötet. Schau, dreh dich mal im Kreis, du siehst überall Stein. Nee, aber Kalkstein meine ich jetzt, diese Vorkommen, du. Achso. 47 Meter Richtung Osten, also vermutlich hier oben drauf. Was ist denn das jetzt Kalkstein? Gefunden? Drück mal V-Drück. Ja, Hawk, gleich auch den Running Gag von früher mit reingebracht, sehr schön. Genau, V. Ja, V gedrückt halten. Dann wird der Radar angeworfen. Ja, Hubs. Da, genau, das ist da oben. Da komme ich aber schlecht hin. Na, du musst für die Zuschauer sehr interessant, gell, wenn man mal eben, ich habe keine Ahnung, 100 Eisenerz durchjagt und einfach jetzt nur vor diesem Produktionstisch steht und wartet, bis die durch sind. Ja, das ist das Beste an dem Spiel. Ja, finde ich auch. Könnte dein bestes Let's Play werden. Das sowieso. Also ich meine so inhaltlich. Kalkstein-Vorkommen oben ist tabu. Ja, da kommen wir nicht hin. Doch, da kommen wir hin. Bus da oben sind Insekten. Insekten? Töte sie. Leute? Nein. In der Stufe 1 bei dem Forschungsding jetzt im Hub, ne? Mhm. Es gibt eine Map. Wie? Ja, wir können uns eine Map freischalten anscheinend. Der Wolf wusste es vorher. Ich hab doch gesagt, es gibt eine Map. Ihr wolltet mir wieder nicht glauben. Wann gibt's die denn?
Wahrscheinlich vertraut einfach dem Opa, der weiß Bescheid. Ich wette, der Wolf hat, nachdem feststand, dass wir Satisfactory spielen, wahrscheinlich schon wieder wochenlang geübt. Ja, vermutlich. Wo ist denn? Ach, hier ist eine Map tatsächlich. Also ich würde auch vorschlagen, dass wir als erstes hier irgendwie ein paar Werkbänke hinbauen, weil wenn wir uns jetzt alle eine teilen, dann wird das ganz schön eng, glaube ich. Ja, die Frage ist, ob wir das überhaupt so brauchen, weil wir können jetzt dadurch, dass wir Stufe 0 haben, also oder schon fertig haben, können wir jetzt direkt mit Mining und sowas anfangen, also mit Miner setzen und so ein Zeug. Ja gut, stimmt, ja, hast recht. Ja, aber auch die brauchen erstmal Materialien, die wir per Hand anfertigen müssen. Ja, so, Kalksteinvorkommen ist dann auch erschlossen. Super. Soll man die nicht auch wegmachen, diese Dinger hier? Wie habe ich diese dieses Werkstattfenster vermisst? Wie stark war der Fallschaden? Ging. Also ich hatte vorhin den hohen Sprung gelandet auf dem Boden plus das Vieh 2 Balken. Hawk, geh mal weg, ich will eine zweite Werkbank bauen. Weg. Hast du schon Materiale? Ja, ich muss nur, ich glaube 3 waren's. Ich schmeiß mal hier eine Kiste in den Hub, hier so in den Kram rein, was wir erstmal nicht so brauchen, ne? Blätter, dann keine Ahnung, hier diese komischen Alien-Dinger. Okay, wir haben den Hub doch ein bisschen weit weg von allem gebaut jetzt. Kann ich bauen? Werkstatt? Ja, ich baue einfach mal eine zweite Werkstatt hier hin. Irgendwas wird doch eh immer fehlen. Ja, noch können wir den Hub leicht umbauen. Also wir haben hier noch nichts gebaut, also wir werden eh noch öfter umbauen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja gut, ich sag mal so, wir haben ja hier direkt Eisen, ne? Also so schlecht ist es eigentlich. Ich denke auch. So. Soll ich noch eine Werkbank setzen oder lang 2? Ja, setz ruhig nochmal 2 Stück hin. Also, ja, dann haben wir 3 Stück dabei, denke ich, oder? Okay, dann setze ich noch einer. Hast du das mit der Karte gesehen? Ja, in den zweiten Feld, glaube ich, in der dritten. Stufe 1 und dann drittes Feldforschung. Ah ja, da. Mhm. Sollten wir das vielleicht als erstes machen? Weil wenn wir da eine Karte haben, können wir nämlich Map-Pins setzen. Ja, weiß ich, ob du schon da irgendwelche Pinne sitzen kannst. Draht. Schrauben, wie schön. Hm. Oh, hör mal auf mit Schrauben. Weißt du noch, Schrauben waren immer ziemlich ätzend. Und schon sind alle Werkbänke besetzt, weißt du? Genau das. That's what I say. Nur die Ausrüstungswerkstatt, die hat sich mal noch gar nicht gelohnt. Wir können noch nichts bauen. Aber sie steht erstmal. Hat denn schon einer ein erstes Abbaugerät gebaut? Was ist denn ein Abbaugerät? Ja, so einen richtigen Miner, meine ich. Nee, da brauchen wir Kupfer und Eisen und alles. Ich habe bisher nur die Sachen mit Eisen gebaut. Ich baue gerade Kupferbarren. Ich auch. Okay. Wo ist denn Kupfer? Ich komme da so bei 200 raus. Kupfer ist Richtung Osten. Einfach durch den Bogen durchgehen. Kannst auch einfach scannen, ne? Ja, kannst auch den Scanner nehmen, genau. Geil, jetzt sind wirklich alle Werkbänke schon wieder. Ja, ich mach gerade ein paar Eisenbarren. Ich dachte, die brauchen wir vielleicht. Ja. Ja, wir brauchen alles, so ist ja nicht. Ja. Der Start ist immer mühselig, ne? Aber da wir zu 5 sind, denke ich, sollte das relativ. Ich wollte gerade sagen, hier macht's einfach die Masse, ne? 5 Leute kommen natürlich wesentlich schneller voran, als wenn du das alleine oder zu zweit machst. Ist aber so. Ich kann dann auch anschließend gleich den Draht herstellen. Die 300 kriege ich zusammen. Oh, da klingt doch gut. Ja. Da bleibt mir so noch irgendwie was übrig. Ich habe das mit Rutschen und Springen noch nicht so drauf. Ah, mit Shift schnell rennen und dann C drücken und dann während du slidest einfach Space. Ich lass dann immer die Taste irgendwie los, weil 4 Werkbänke und alle sind belegt, weißt du? Soll ich dann direkt gucken, dass ich die Eisenplatten herstelle, die 100 oder was? Ja, gerne. Jeder steht an der Werkbank, okay, alles klar. Also ja. Übernehme ich diesen Auftrag, ja, 100 Eisenplatten. Willkommen im Werkbank-Simulator. Vielleicht sollten wir uns das so aufteilen. Dann steht der Name der Siedlung auch schon fest, Werkbankhausen. Ja, ich dachte, das wäre ein Altersheim hier.
Burg Werkbank. Da musst du ja schon dann altersheimgerechten Namen nehmen. Okay, Residenz Werkbankhausen dann halt. Ja, oder zum toten Planeten oder so. Du siehst schon die Zukunft voraus, ja. So wie du sie geplant hast. Ich glaube übrigens, mein Bier ist leer, ich brauche dann neues. Ei, das geht gar nicht. So, können wir denn schon Hopfen anbauen? Hopfen! Oder ist das falsche Spiel? Kannst du, Rado, das ist das falsche Spiel. Du wolltest alles mit Platten zupflastern. Wo willst du da Hopfen hinbauen? Erstmal einen Plattenbau hinsetzen. Genau, einen Plattenbau. Ausrüstungstasten. Was brauchen wir denn überhaupt für diesen Miner? Strom, wie ist er überhaupt Strom? Haben wir schon Strom? Ja, Strom Biomasse-Generator. Ja. Hast du einen Generator schon hingesetzt? Strom gibt's doch direkt hier im Hub. Ja, diese zwei Standarddinger. Ah, stimmt, ja genau, stimmt. Ich mach die schon mal eben voll mit Biomasse. Ich hab nämlich gerade schon fleißig. Hast schon ordentlich abgekackt oder was? Ja, na selbstverständlich immer. Ja, ich stell so viel mein Hack Zeug hier auch ist, mal. Ne? Ich mache aus meinem Zeug auch mal Biomasse. Wie kann man denn nochmal Biomasse herstellen? Muss man das in der Werkbank machen? Oder? Im Ausrüstungsding ist ein Klo drinnen, da kannst du hingehen. Ja, einfach an der Werkbank. In der Werkbank. Naja, genau, da unten, ja. Oder Holz. Aber bevor du das machst, musst du noch 100 Kilometer Richtung Süden laufen. Ja. Ne? Dann nochmal 50 Meter Richtung Norden. Mit dem Sonnenuntergang. Ja, genau, mit dem Sonnenuntergang. Aber der findet nicht im Süden statt. Nee, das ist ja egal, das spielt ja keine Rolle. Das ist Hauptsache, du gehst in den Süden erstmal 100 Kilometer. Also. Okay, also Biomasse haben wir noch einiges vorrätig dann. Ja, ich baue auch gerade noch. Ich habe den Kupfermeiner gerade leer gemacht. Ich mache weitere Barren, wenn jemand Kupfer braucht. Sollten wir das Material vielleicht, aber wir haben die... Wer hat denn jetzt so viele Kupferdraht schon hergestellt? Ich? Hatte ich doch gesagt, dass ich mehr als genug habe. So hört der fünf Leute quatschen auf einmal. Ich glaube nicht, dass ich alle Informationen immer aufnehmen kann. Das war nicht auf einmal. Da war Ruhe. Dann finde ich, macht Hawk die Schrauben, weil Hawk Schrauben liebt. Ja, ich liebe Schrauben. Über alles. Ich hau auch mal meine Biomasse in den Generator rein. Die Kiste rein. Ich habe jetzt gerade mal 80 Eisenplatten. Da müsste eigentlich Lokus direkt vor dem Biomasse-Generator stehen. Mit einem Rohr verbunden, das würde doch alles viel einfacher machen. Ja, mit einer Methangasleitung, ne? Wir haben da schon eine Sphäre hier im Inventar drin. Hä? Was? Eine Sphäre. Eine Mersa-Sphäre. Ich habe eine gefunden auf der Suche nach Kalkstein. Okay. Was ist denn dieses Kalkstein? Ach, ihr geht direkt hier auf den Meilenstein. Sollen wir, also weißt du was, ich baue einfach den ersten Miner. Punkt. Ja, das kannst du natürlich machen, wir brauchen ja auch Ressourcen, aber ich meine, wir haben dann hier die Karte und können uns gegenseitig die Orte markieren. Das deswegen dachte ich jetzt deine erst Karte in die Feldforschung. Ist was für Anfänger. Ja, also genau für dich machen wir das also. Okay, ich verstehe. Ach, Eisenstangen. Genau, Eisenstangen und dann kann man Schrauben. Da mache ich jetzt die Schrauben, wenn du die nicht machst, Hawk. Ja, wie gesagt, ich mache gerade Eisenplatten und Schrauben meiner ja auch noch ein bisschen, ne? Ich mache so ein bisschen von allem, weil da müssen wir sowieso was alles haben. Von daher. Ja, genau. Schraub dir mal einen zurecht, ja. Oh, das tue ich. Fünf Leute. Ja, es wird halt Chaos. Mhm. Also jeder hat seine eigene Bauweise wahrscheinlich am Ende, ne? Wart ihr in dem Kalkstein im Westen? War das, wo man nicht rankommt? Ja, nee, da kommt man aber dran. Das ist den. Musst du ein bisschen die Klippen hochhüpfen. Da war ein Insektennest, das habe ich aber kaputt gemacht. China hat mich das alleine machen lassen. Ja. Ich hab dich nirgendwo gesehen gehabt. Ja, ich war oben bei den Insekten. Da musst du irgendwie einen anderen Weg genommen haben, weil ich hab dich nicht gesehen. Okay. So. Okay, dann mache ich mal die Miner wieder leer hier, damit wir Material haben. Ja, die sind relativ schnell voll. Ich hab beide Eisenminer leer. Apropos gemacht. Voll, was trinkt ihr denn heute Abend so? Mineralwasser, das ist... Limo. Köstritzer Schwarzbier. Ja, immerhin einer. Prost, Rado. Entschuldigung, Dragner. Ich hab Prost. Bier hier. Mir schmecken Hopfengebräu nicht.
Nee, das kann ich auch verstehen. Es gibt da einfach Leute, die das nicht mögen. Muss ich aber sagen, ich bin ja auch kein großer Biertrinker, also von dem her. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also wenn ich mal Bier trinke, ist es, weiß ich nicht, zu selten Gelegenheit, Spieleabende oder so. Ansonsten eigentlich nicht. Aber ich trinke gerne mal einen Wein tatsächlich oder Whisky. Das gleich noch weniger, ehrlich gesagt. Aber wolltest du nicht mal Whisky probieren? Dragner, hattest du da nicht irgendwie vor mal ja, was? Ja, ich hab Whisky hier, also ist es nicht. Nicht. Nee, ich werde auch kein großer Whisky-Fan, muss ich immer wieder sagen. Ich oh mein Gott, was ist das? Ich bin ein Schnapsler. Oh, Schnaps krieg ich ja nicht Schnaps durch die Kehle. Oh, doch. Vertrag Schnaps besser als gewisse andere Sachen. Das hört sich gerade ziemlich doof an. Voll der Alkoholiker. Ja, wir sind ja auch beim Treffen gerade. Hier läuft so ein Langbein durch unsere Basis. Sag mal, kann da mal einer wegmachen? Was läuft durch die Basis? Ja, hier ist so ein Langbein-Ding, hier ist so ein Günther. Ich komm da nicht rauf, keine Günther, Ahnung. Günther, ja genau. Kommt. Hawk, du hast da die ganzen alten Dinge drauf. Finde ich voll cool. Ja, immer. Das ist, der brennt sich fest. Ne, was ist denn Kalkstein? Guck mal hier, Günther. Ja, klasse. Also Hawk und ich haben ja schon ein paar Mal Satisfactory gespielt. Rado und Dragner haben das auch schon mal gemeinsam gespielt. Ja. Könnt ihr auch auf den entsprechenden Kanälen schauen. Also die Links zu den Kanälen auch alle unten in der Videobeschreibung, um das mal zu sagen. Und ja, es gibt halt so ein paar Dinge, die sich einfach festgebrannt haben, das stimmt. Ich muss jetzt gerade gestehen, Rado, haben wir Satisfactory für YouTube gespielt? Nee, oder? Nee, gibt's gar nicht Kanal. Nee. Haben wir im Livestream haben wir es gespielt. Ach, im Livestream. Ach, dieses komische Twitch. Ja, okay. Das ja. Ist wir haben das primär für uns gespielt. Das stimmt. Ist auch einfach ein Spiel zum Entspannen und Spaß haben, ne? Ich meine, es kann schnell anstrengend werden. Gerade wenn man so die richtigen Verhältnisse herstellen will. Abfahrt. Hast du die Schrauben fertig? Ich hätte jetzt noch sonst welche gehabt. Ja, gut. Oh Gott, drück mal M. Naja, schön, okay. Endlich eine Map. So, dann markiere ich mal die Vorkommen. Also hier ist, kann ich den Pin setzen? Ich auch eine schwarze Karte? Ja, die ist ja sehr rudimentär. Wenn ich M drücke, passiert nichts. The object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of. Wenn ihr M drückt, müsste eine Karte kommen jetzt. Ja. Also du darfst nicht eine Webbank sein oder so, ne? The map has been unlocked. Okay. Aber man kann keine Namen machen. Das ist ja, wieso? Ich dachte, man könnte auch. Ah, doch, Kartenmarkierung. So geht's. Ja, okay. Also, genau. Sehr schön. So, Kalk. Kalkstein. Ja, genau, sehe ich jetzt. Halt. Sehe ich, ja. Icon, oh Gott, die Icons sind. Darum passiert nichts bei M, weil das aus irgendeinem Grund auf Z liegt bei mir. Achso. Ja, das ist ja wieder klar. Das sind deine Mods wieder. Ich habe keine Mods an, ausnahmsweise. Ja. Seht ihr denn jetzt den Kalksteinmarker, den ich gesetzt habe? Ja, ich sehe alle deine Marker. Du hast ja schon 4 oder 5 gesetzt irgendwie. Ja, die anderen sind halt ohne Text, deswegen würde ich die nochmal löschen. Wenn ich rausfinde, wie man Marker löscht. Draufklicken, dann kannst du Markierung entfernen machen. Ah ja, Stempel hervor, sehr gut, okay. Oh, kluger Mensch. Muss ich den auch nochmal entfernen? So. Ich habe mal eine wichtige Frage. Ja, wir werden Punkte geben, wie wichtig die wirklich ist, von 1 bis 10. Los geht's. Gut, wie wollen wir denn das Lager haben? Wollen wir ein Zentrallager bauen oder wollen wir ein. Ich würde solide 2 geben für diese Frage, um das gleich schon mal vorweg zu. Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Eher schlecht, wenn 10 das Maximum ist. Das ist dann wohl schlecht, ja. Ja. Nee, aber also, ja, weiß Wolf ich auch ist noch nicht. Raus und hat nichts mehr damit zu sagen, der hat nicht mitzureden, der muss dann unsere Entscheidung akzeptieren, weil dem ist es anscheinend wurscht mit dem Lager. Buh! Ja, um mal Klartext zu reden, natürlich wollen wir irgendwann ich würde mir jetzt nämlich die Aufgabe setzen und würde, weil Kalkstein ist ja schon ein Stückchen weg. Ja. Ich würde gleich mal Kalkstein versuchen, hierher liefern zu lassen. Wir brauchen noch kein Lager, aber zumindest die ganze die Mine setzen, den Strom setzen, die Förderbänder setzen, bis als Kalkstein hier vorne landet. Ja, weil Kalkstein so weit weg ist, macht das absolut Sinn, ja. Ja, gut. Was ist denn Kalkstein? Beton in Rohform. Oh, so, da hinten war irgendwo Kupfer. Das wird uns wohl verfolgen. Ich setze mal den ersten Eisenminer hier hin. So, ich habe alle Vorkommen dann jetzt auf der Karte markiert. Huldigt mir für diese glorreichen Taten. D-Abo.
Sehr hübsch. Sehr hübsche Maskierung. Das glaubt er uns eh nicht. Nee, das, ich wollte gerade sagen, so oft wie wir ihn schon deabonniert haben, das, Fix it, Freighter Reentry complete. Wie, wir haben schon wieder einen neuen Meilenstein? Wer hat was gemacht? Was? Ich hab den nur reingesetzt, den neuen Meilenstein, also ich hab da noch nichts reingesetzt. Basisaufbau? Ja, das ist halt die Plattform und so, ne, dass wir die dann freischalten. Wie stellt man nochmal Beton her? Aus... Kalkstein. Aus Kalkstein? Aus dem Kalkstein. Oh Gott. Ja gut, dann wandle ich gleich mal den Kalkstein um. Den Kalkstein, das Kalkstein? Gedöns. Wie hat man denn, wenn ich den Miner dahin halt... Ach, nee, okay. Nein, mir fehlt der mobile Miner. Ich hab Miner dabei. Ich muss bloß das Kalkstein finden, wo du vermutlich rumstehst. Ganz im Westen. Im Westen? Das ist eine ganz tief andere im Ecke. Westen. Ja, sag ich ja. Ich bin hier oben. Wo die Sonne noch scheint. Genau. Der Wolf den aufgestellt hat. Ich hab aber keinen Beton. Ich hab Beton. Aber der muss in die Maschine. Für den Meilenstein. Ah, oh, ihr stinkt doch alle. Ja, das können wir besonders gut. Ich war heute Morgen duschen. Also, ich glaube nicht, dass ich stinke. Eben, ich war baden morgen. Noch vor dem Aufnehmen. Und zwar sehr ausgiebig. Ich habe mich wirklich überall gewaschen. Das übernimmt die Badewanne quasi von ganz alleine. Ich dachte, man muss dich waschen lassen. Das geht nur gegen Aufpreis. Ich habe uns hier mal was vorbereitet, ne? Vom neben dem Hub. Hast du uns eine Bar gebaut? Nee, ich habe uns die erste Eisenschmelze gebaut hier. Ich will eine Bar. Ich will eine Bar. Also Eisenbarren gibt es hier aus dem Lager. Ich hätte vielleicht nicht anfangen sollen mit dem Wein. Ist schon so weiß, dass er. Der ist schon längst drüber hinweg. Ich habe auch sehr schnell getrunken, muss ich leider sagen. Ja, ich auch. Direkt in den Fell. Ich hatte übrigens gestern Spieleabend, Wolf, deswegen haben wir das Bier. Spieleabend, ja, sehr schön. Was habt ihr gespielt? Dominion. Dominion? Den ganzen Abend Dominion. Dominion geht immer, ne? Ork, das kennst du auch, das ist das Kartenspiel, was wir auch schon mal gezockt haben. Ja. Du hast keine, ja, doch, du hast doch, keine doch, Erinnerung dran, ist okay. Doch, hab ich. Liegt da mal. Okay. Nein. Wo wir gerade bei keine Erinnerung sind, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Folgenlänge? Daran habe ich keine Erinnerung. Ja, gut. Ja, aber wir könnten tatsächlich die erste Folge für abschließen, also für abgeschlossen erklären. Wenn alle einverstanden sind, mache ich da mal die Ausleitung. Nein. Gut, so, wir haben ein Veto, Frage. Das heißt, wir müssen weiterspielen. Bis immer. bis einstimmig ist, oder was? Wir machen genau, jetzt eine 5-Stunden-Folge. Ja. Wir spielen, bis der Bodennebel weg ist. Oh. So, okay, hier laufen schon die Maschinen und ich klopp das Zeug noch mühsam an der Handwerksbank zusammen. Hab ich schon gesagt. Sehr schön, ja. Das sieht gut aus. Ich finde die Ausrichtung nicht gut. Hätten wir es nicht lieber Richtung Westen bauen können? Boah. Es geht schon los, Jungs. Können wir es nochmal umdrehen? können wir es nochmal abreißen? Also okay, Leute, ich mache jetzt die Folge zu Ende. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wir haben uns gefreut, dass wir dabei waren. Ohne uns würde das Ganze ja hier eh nicht laufen. Aber ohne euch natürlich auch nicht. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Wir nehmen noch 2 Folgen auf. Es wird nicht besser.